Ja, sehr erfreulich, dass von die Basis Deutschland eine Anfrage bei uns eingegangen ist und dann gleich auch noch eine Mail hinterherkam, wo man sich sehr erfreut gezeigt hat, letztendlich auch über unsere zeitnahe Antwort unseres kleinen Büros. Und ja, bin gespannt, ob wir bald die ersten Online plus Telefonkonferenzen mit die Basis Deutschland, dieser Arbeitsgemeinschaft zur Systemfrage sozusagen haben werden. Dann interessante Themen sind noch, ach so, generell die Hoffnung Fortschrittspartei ist weiterhin sehr gut groß, Fortschrittspartei Österreich. Das wäre ja eine gute Lösung, die Basis Deutschland zu begleiten und die Fortschrittspartei in Österreich zu begleiten oder vielleicht dann doch auch wieder die Basis Österreich zu begleiten, weiter zu begleiten in Österreich. Ja, und wichtige Informationen noch einmal vielleicht, dass es in der Playlist 6. Sie müssen also bei YouTube in die Suchmaske eingeben, um den besten Sender zu finden, den besten Playlist-Sender zu finden. News und Talks für, weil die den Namen öfters wechseln, News und Talks für. Wenn Sie das eingeben und sich nach dem schwarzen Stern richten, sieht also aus wie die Zeitschrift der Stern, nur in schwarz. Und dann auf Playlists klicken. Dann haben Sie trotz vieler vorsichtshalber, also viele Sendungen wurden vorsichtshalber und sicherheitshalber privat gestellt. Viele wurden auch gelöscht von YouTube und so weiter. Aber was Sie dort noch finden, ist doch ist eben das höchste Niveau im Internetfernsehen, sodass Sie das sozusagen in diesen Playlists finden Sie die besten Sendungen des Internetfernsehens von Arte und mit den besten Professoren und Wissenschaftlern, Gemeinwohlökonomie und alles. Da finden Sie das Best of Best sozusagen des Internetfernsehens und irgendwann werden sicherlich auch die privat gestellten Sendungen wieder so öffentlich sein, wenn die Gefahr der Löschung des Senders geringer geworden ist. Und da finden Sie zum Beispiel in der Playlist 6 am Ende zum Beispiel auch die Einsamkeitssendung, über die wir gestern berichtet haben, mit dem CDU-Mitglied, das plötzlich jetzt endlich kapitalismuskritisch wurde. Zum Thema Einsamkeit als Endprodukt des Kapitalismus sozusagen. Da finden Sie auch eine Sendung über die evolutionsbiologische Situation der Ameisen zusammen mit den Blattläusen, wie weit da es teilweise sich um Symbiosen handelt und wie weit es dabei auch um Viehhaltung sich handelt, die also eher den Charakter einer Sklaverei dann natürlich hat, mit all ihren Brutalitäten, so brutal wie wir auch Vieh halten. Ach so, und übrigens hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte immer die Wunschgeschwindigkeit bei jeder Sendung im Internetfernsehen einstellen. Sie sollten nichts in einer nicht gewünschten Geschwindigkeit hören. Ja, und dann das Datenschutzthema war gestern wir haben also bis jetzt die Fortschrittspartei Österreichs, die Bundesvorsitzende dort circa mindestens, ich glaube, 10 Stunden telefonisch beraten. Bis jetzt, dann haben wir auch die Online-Technik erprobt und die Telefonkonferenztechnik schon erprobt. Hoffentlich wird bald die erste öffentliche Talkshow mit ihr stattfinden und ihren Parteifreunden. Und ja, und da haben wir eben darüber auch gesprochen, dass Datenschutz natürlich eine ganz wichtige Sache ist und dass wir bisher die Situation haben, dass unendlich viele Daten erhoben wurden, aber gegen die Bürger verwendet wurden. und dass wir mit der Wohlfühlstimme, den Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten diese Daten dann erstmals zum Nutzen der Bürger verwenden werden und dass wir durch unsere neuen Dinge wie die Wohlfühlstimme oder ähnliche Dinge dann auch sozusagen sofort das Geschäftsmodell der sogenannten Datenkraken, also alle Daten sammeln und dann Profit machen auf Kosten der Bürger, indem die Bürger quasi über Werbetricks manipuliert werden, mehr zu kaufen, als sie wirklich brauchen, ja, dieser Schaden, das hört sofort auf, weil sozusagen in dem neuen Wirtschaftssystem, das die NextScientistsForFuture.de ja letztendlich vorschlagen, ist quasi ein Gewinn durch mehr Konsum nicht mehr möglich. Die größten Gewinne werden nur noch möglich, wenn die Leute möglichst wenig einkaufen und trotzdem maximal gesund, glücklich und langlebig sind. Ja? Das heißt also nicht mehr Massenkonsum oder Konsummassen, es sind das Ziel der Wirtschaft, sondern möglichst glückliche, gesunde, langlebige Kunden, Mitarbeiter und Anwohner sind das Wirtschaftsziel und eben nicht maximale Konsumsucht. Und dadurch wird sich alles verändern. Das kann allerdings auch das Ende von Facebook oder Google oder Amazon, ja, Amazon nicht unbedingt, aber es kann das Ende zum Beispiel von Facebook bedeuten, weil dieses Geschäftsmodell dann ja gar nicht mehr funktioniert und ob Facebook dann so als kostenlose Plattform weitergeführt werden wird, muss man, oder als eben nicht mehr datensammelnde Plattform genutzt, weitergenutzt oder weiter gewartet werden wird von den Herstellern, wird sich zeigen, ja, denn also das Geschäftsmodell funktioniert einfach nicht mehr, weil sich ja Werbung auch nicht mehr rechnet. Ja, wenn es nur noch um die wenn die Gewinne abhängen, in erster Linie abhängen von der Entwicklung der Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, dann ist die Leute zu bewerben, mit ganz großen Kosten die Leute zu bewerben und zu manipulieren zu einem Überkonsum, ist keine Profitmöglichkeit mehr. Und damit hört das auf. Ja? Und wie gesagt, und wenn wir dann mit allen, wir haben dann darüber gesprochen, über alle datenschutzrechtlichen Sicherheitsbestimmungen, die wir empfehlen und lieber Gelder in den Datenschutz zu investieren, dass dann eben das Risiko, dass irgendjemand mal mit ihren Zahlen sozusagen irgendein Missbrauch betreiben könnte, das wird fast null sein, das Risiko. Man kann, also das wird absolut minimal sein und der Nutzen wird gewaltig sein, weil nämlich dadurch, durch die Verwendung der Daten, die Wirtschaft, die Politik und die Behörden und zum Beispiel auch die Sozialspartler, die NGOs und so weiter, alle gezwungen werden, ihr Diener zu sein. Also die werden alle gelenkt dahin, ihnen zu dienen und nicht wie bisher ihnen allen Schaden zuzufügen und sie zu maximalem Konsumverhalten oder ähnlichen Dingen zu bringen. Oder bei zum Beispiel den Sozialsparten, da ist ja sozusagen das Arbeitsziel, Massen von Arbeitslosen zu erzeugen, weil man dann die größten Karrieren macht, wenn es viele Leute gibt, die man zu betreuen hat. Ne? Und ja, also die Hoffnung Fortschrittspartei. Ach so, dann nochmal das Stichwort, wo wurde der Kapitalismus erfunden, ja? Es wird ja oft so getan, als wären wir hier in Europa die Teufel, die mit unserem bösartigen Raubtierkapitalismus die ganze Welt beschädigen, besonders Afrika. Das Paradoxe ist nur, Der Kapitalismus wurde vor 400.000 Jahren in Schwarzafrika erfunden mit seinen Kernelementen, irgendwann nach vor 400.000 Jahren und eventuell vor der Zeit vor 300.000 Jahren erfunden, ging ungefähr also zeitgleich mit der Evolution hin, dem Übergang von Homo erectus zu Homo sapiens ungefähr zeitgleich. Und ja, der wurde in Schwarzafrika erfunden, nämlich Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung. Ja? Und dass dann der weltweite Kapitalismus, Raubtierkapitalismus für alle Menschen schädlich wurde, das sollten wir nicht einzelnen Regionen der Welt vorwerfen, sondern wir sollten schleunigst den Kapitalismus, den bösartigen Raubtierkapitalismus auf sanfte Weise so beenden und in eine gemeinwohlorientierte Wirtschafts- und Gesellschaftsform überführen, wie das die NextScientistsForFuture.de vorschlagen. Ja, tschüssi, bis bald.